So, hallo armseliges Österreich, hallo liebe Seher von CryptoTV. Wir, das heißt, ihr als Seher vielleicht nicht, aber der Roman wieder nüchtern an der Kamera und ich haben heute den, muss ich auf die Uhr gucken, 7. Oktober, es ist ein Samstag, ich habe heute in Serie zum zweiten Mal an einem Wochenende frei. Ich habe mir nämlich, obwohl es teuer und anstrengend ist, zwei freie Tage aus der dritten geschnitten. Wir wagen, nachdem wir wohlbehalten und ohne größere Zwischenfälle wieder ins Österreich gekommen sind, wie es Roman nennen würde, heute nämlich nochmal einen Ausflug ins Bayerische, heute allerdings nicht nach Altenmarkt an der Alz, irgendwo in die bayerische Provinz, sondern heute wagen wir uns direkt an oder in die Metropole an der Isar. Das heißt, wir fahren jetzt Veitsminger und morgen ist ja in Bayern und Hessen Landtagswahl und wir fahren aber nur hin, weil wir uns ein bisschen Rock'n'Roll anschauen, weil das von dieser Wahl oder dem politischen Verständnis des Deutschen wenig zu halten ist, hat der Roman, glaube ich, eh gestern ein bisschen dokumentieren können im Libella. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Das von mir gestern im Intro zitierte Plem Plem 0815 Polizeikontrollsystem Video ist über Nacht auf sonderbare Art und Weise, obwohl ich angekündigt hatte, es hat bei 500 Klicks auf unter 400 gefallen, ist inzwischen wieder bei knapp über 400. YouTube macht das möglich. Wer jetzt glaubt, ich bin ein Schwurbler und ich würde da quasi im eigenen selbstverliebten Glanze da ein bisschen Blödsinn reden, möge sich dazu auch den Beitrag anschauen vom Alexander Raues Vermittertagebuch. Dem passiert es auch, dem streicht man dann allerdings gleich einmal über 1000 Klicks für ein Video. Wenn man das beim Roman machen würde, wäre das dank eurer unglaublich produktiven Teilhabe an Romans Kanal mehr oder weniger gleich Minussichtungen. Aber vielleicht wird das ja noch, vielleicht erbarmt ihr euch ja noch, vielleicht guckt ihr euch das an. Sonst hätte ich gesagt, lustig, Hamas, das ist jetzt ein bisschen ein Wortwitz, weil in Israel, ihr wisst schon, jenem demokratischen Land umringt von bösen islamistischen Staaten, ja gerade mal wieder Bombenstimmung herrscht. Ich weiß auch nicht, vielleicht hätten die Herrschaften aus den vermeintlich so aggressiven palästinensischen Kreisen, die da Gottes auserkorenes Volk, ihr wisst schon, der Stern, wo sich Gott zum Volk geneigt und das Volk zu Gott erhebt, einfach nur wegbeten oder wegmeditieren sollen. An dieser Stelle von mir wieder ganz viel Liebe. Also Power-Meditationen helfen, militärische Konflikte sind voll pfui. Vielleicht sollten wir das auch in der Ukraine und in, weiß ich nicht, Aserbaidschan und zwischen China und Taiwan probieren. Also von mir wieder, wie gesagt, ganz, ganz viel Liebe. Wir werden jetzt unser unglaublich tolles Österreich, wo man, wie gesagt, in mehrfacher Ausführung nach wie vor auf Garagentore schreiben muss, dass sie freizuhalten sind, weil es Garagentore sind, wieder verlassen und werden Richtung Bayern tingeln. Und nachdem ich hier heute wieder so total politisch unangepasst bin, ohne 13 heute, werde ich quasi heute eventuell zu Romans Nachsehen den Weg wieder über die B20 nehmen. Das Schöne ist nämlich, der deutsche Polizeiapparat kontrolliert den kleinen und großen Walserberg. Wenn man aber von Freilassing über die B20 dann bei der Auffahrt Reichenhall auffährt, hat man die Polizeikontrolle hinter sich und kann unbehelligt einreisen. Also falls da irgendwelche Schmuggler mal mitgucken, also nicht die von Freilassing, wo wir gestern essen waren, sondern irgendwelche Menschenschmuggler. Ich kann die Route total empfehlen, da ist man unbehelligt. Vielleicht gelingt uns das heute auch, vielleicht schaffen wir es bis München im bayerischen Vorabend der Wahl und ja, dann werden wir da ein bisschen rock'n'rollen und weil, wie gesagt, sich am Politgeschehen zu beteiligen ist eh doof, wir werden dort auch gar nicht schwurbeln, wir werden keine Kommunikation mit etwaigen Szeneverwandten oder ähnliches halten, weil das bringt eigentlich alles gar nichts und deswegen geht's jetzt ab zur Musik und darum, man wird irgendwo einsteigen, wenn es wieder was Spannendes gibt, wird, nachdem man das auf YouTube ja quasi zwecks der Lizenzen nicht darf, das Video dann wahrscheinlich zu Rumble stören.
Und ja, ich lade alle herzlich ein, sich das Video von gestern anzugucken. Schließlich sind wir im Oktober. Gestern haben wir Tag 2 gehabt, wenn man die WHO-Demo auch als rockige Veranstaltung nimmt. Gut, war ein bisschen ein Nazi-Aufmarsch. Dank meiner Anwesenheit ist schon klar. An dieser Stelle liebe Grüße an die Exekutive in Wien. Wisst ihr, 13. Und ja, in dem Sinne hätte ich gesagt, verfahren wir jetzt wieder ein paar fossile Brennstoffe, ganz im Sinne der Nächstenliebe und des Glaubens, weil seit heute weiß ich, dank einem Bericht von RTV Privatfernsehen, dass der menschgemachte Klimawandel grundlegend nur falsch sein kann. Nicht, weil es ein Vortragender auf einem MFG-Vortrag so erklärt hat, den der Roman übrigens dokumentiert hat und verlinken wird. Nicht, weil es skeptische Stimmen gibt. Nicht, weil man unter Schweizer Gletschern Römerstraßen gefunden hat. Nicht, weil, weiß ich nicht, irgendwann einmal Wikinger irgendwo Landwirtschaft betrieben haben, wo das heute klimatisch nicht mehr geht. Nicht, weil der Roman und ich wieder erwarten, in diesem Sommer noch nicht verbrannt sind. Nicht, weil der Bodensee nicht ausgetrocknet ist oder irgendwelche komischen Fakten, sondern es gibt jetzt einen untrüglichen Beweis, dass der menschgemachte Klimawandel nicht stimmen kann. Der aktuelle Pontifex Maximus, Stellvertreter Gottes auf Erden, dem Laien bekannt als Papst, dessen Weisheit ja ob der Ernennung zum Papst, wo er ja vom Menschen zu Gottes Sprachrohr wird, ein Dogma und damit unfehlbar ist, hat Luisa Neubauer, also für alle, die die nicht kennen, ihr habt nichts versandt, macht aber nichts, sie ist wesentlich bekannter als ich selbst verliebter Kerl oder Romans Kanal. Jedenfalls, die hatte jetzt eine Audienz beim Papst und der Papst hat stellvertretend für die römisch-katholische Kirche und alle, die guten Willens und Glaubens sind, verkündet, dass natürlich der Klimawandel menschgemacht ist. Und nachdem die Kirche, wie gesagt, bei allem dabei war, was in der Welt richtig war, also ich erinnere da an Galileo Galilei, wie ihr seht, die Welt ist eine Scheibe. Ich erinnere geozentrisches Weltbild, also alles dreht sich um die Erde. Ich erinnere quasi an andersgläubige Ausmerzen in Kreuzzügen. Ich erinnere an Hexenverbrennung. Ich erinnere an den schwarzen Holocaust. Ich erinnere an die Verbandelung mit dem NS-System etc. bla bla. Also die Seite, auf der der Papst stellvertretend die römisch-katholische Kirche steht, die ist grundlegend im Nachhinein betrachtet immer falsch. Und wenn jetzt die römisch-katholische Kirche Luisa Neubauer empfängt, ein großes Handshake stattfindet und der Papst sich zu Wort meldet, dann kann man jetzt sagen, es ist wissenschaftlich, evidenzbasiert, erwiesen, das mit dem Klimawandel können wir vergessen. In diesem Sinne, fossile Brennstoffe verfahren, warm anziehen, es ist Herbst, wir haben schon eine Jacke an. Und damit genug des selbstverliebten Geschwafels. Und alle, die natürlich immer noch auf den Heiland und irgendwelche geistigen, spirituellen Wunder hoffen, unabhängig vom Papst, ganz viel Liebe und eine Bauermeditation. Weißt du, den Herrn Steiner erwähnt hast von der MFG über den Vortrag vom Klimawandel. Ich werde auch noch von Herrn Dr. Professor Kirstein was verlinken. Das ist ein Klimatologe obendrein. Der hat wunderbare 3 Vorträge schon gemacht über den, dass der Mensch da nicht sehr viel zutun kann, um das Klima zu beeinflussen oder zu ändern, außer man macht es halt dann mit Wetterwaffen. Aber da seht ihr es, wenn der Roman nicht gerade zu viel Alkohol trinkt, weil er im Rock'n'Roll total eskaliert und unterdänigst dem Rat des Krankenhauses folgt. Psychopharmaka nehmen wir keine, wir wollen die Pharmaindustrie nicht unterstützen. Aber ein Bier im Libella kann man sich schon mal gönnen, also zumindest wenn man so wie ich nicht fahren muss. Aber wie gesagt, wenn der Roman dann wieder nüchtern ist und weniger euphorisch, dann kommt der wieder dazu, dass er so ketzerische Beiträge raushaut. Ich finde es natürlich total politisch unkorrekt. Ich finde das total verwerflich. Und ich finde, also der Roman Kehrert, vielleicht zur Erklärung für unsere vielen Mitspaziergeher in Wien, vielleicht da mal eingesperrt in eine Besserungsanstalt für Ungeimpfte und politische Aufrührer. Das übrigens ist angelehnt an amerikanische Knastkleidung, wisst ihr, so orange und so. Und deswegen steht auch Insasse drauf.
Aber ich hätte mal gesagt, eine Power-Meditation machen, vielleicht gibt euch dann irgendeine Macht auch die Erkenntnis, wie das gemeint sein könnte, womit es auf sich hat. Weil ganz ehrlich, ich bin den einleitenden Worten und der vielen Erklärungen und dem ganzen Piep, der in diesem Land passiert, ehrlich gesagt ein bisschen überdrüssig und ein bisschen müde. Und deswegen schmeißen wir uns jetzt auf Schmugglerrouten quasi über Freilassing, über Reichenhall, auf die einst ohne Pannenstreifen ausgebaute deutsche Autobahn. Ihr wisst, Deutschland schafft sich ab, aber sie haben zumindest noch einst aus dem Dritten Reich, und ich verstehe noch nicht, warum man es noch nicht geschreddert, abgerissen und sonst was hat, wo man doch gerade so woke und politisch korrekt ist, wird man aber eben mit der Abschaffung von Privatautos noch machen, die Autobahn abgerissen hat. Solange sie noch stehen, werden wir da jetzt hinfahren, wie gesagt, mit reinem Herzen fossile Brennstoffe verfahren, weil, wie gesagt, der Papst hat gesagt, der Klimawandel ist so. Also ist er nicht so. In diesem Sinne, der Roman würde sagen, gehabt euch wohl, wird ketzerische Beiträge verlinken, ihr werdet es euch höchstwahrscheinlich nicht anschauen, YouTube wird eventuell die Seherzahl sowieso wieder minimieren, oder es gibt eventuell, weil ich wieder so selbstverliebt viel geredet habe, ein paar blöde Kommentare, oder gar einen Strike wegen der Verbreitung von irgendwelchen vermeintlich nicht community-konformen Sachen. Und in diesem Sinne hätte ich einfach gesagt, ein herzliches Sigi Maurer an die Außenwelt, weil grün ist immer Vogue und grün kann man immer machen. In diesem Sinne, bis später.